spielen. Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Heul, Suse! Los, ich bin die Polania! Das ist ungerecht. Nein, den zeige ich's. Ich sehe einen. Ja? Nehmt das! Feuer frei! Hm? Angriff! Bleiben noch vier. Nehmt das! Voll erwischt! Jeder kann sich von hinten anschleichen. Kinderspiel. Hier müsste ich sicher sein. Da lang. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ich muss leise sein. Ein perfekter Ort. Nur Schneebälle, kein Ei habt dich. Ich bin nur verwundet. Ich bring mich in Position. Ich bin bereit. Hier bin ich geschützt. Hier müsste ich sicher sein. Die greifen mich an. Angriff! Erwischt! Ich bin noch nicht tot! Viel besser! Was soll ich machen? Bin unterwegs! Hier bin ich geschützt! Hey, nur Schneebälle, kein Eis! Angriff! Die mache ich ganz gut gemacht! Ich bin bereit! Hier müsste ich sicher sein! Die Feindlinge greifen mich ein! Das! Stellt euch auf eure Niederlage ein! Die sind schwer zu treffen. Ich bin bereit.
bin ich geschützt. Angriff! Sehen wir doch mal, was die... Beeilung! Unsere Heldin wird angegriffen. Feuer frei! Bin unterwegs. Hier müsste ich sicher sein. Die mache ich ganz alleine fertig. Die Polanierin tötet den nächsten Russwirt. Du bist ein Russwirt! Die Russwirts kommen! Rückzug! Und ab jetzt zählt jeder Treffer! Hey, du warst tot! Ihr könnt mir nicht entkommen! Ich erteile denen eine Lektion! Was soll ich machen? Da ist einer! Ein perfekter Ort! Hier bin ich geschützt! Fast zu einfach! Hey, nur Schneebälle! Bring mich in Position! Angriff! Kinderspiel! Hier müsste ich sicher sein! Unsere Heldin wird angegriffen! Nehmt das! Ein perfekter Ort! Feuer frei! Ja, nehmt das! Da sind sie ja! Bin unterwegs! Hey, nur Schneebälle, kein Eis! Angriff! Nach da drüben? Hier bin ich geschützt! Kinderspiel. Unsere Heldin wird angegriffen. Ein perfekter Ort. Feuer frei! Die mache ich kaputt gemacht. Ich gehe in Deckung. Da ist einer. Das. Ich bin kein Russwirt. Bist du wohl? Dein Bruder ist auch ein Russwirt. Bin unterwegs. Ich erteile denen eine Lektion. Feuer frei! Hey, nur Schneebälle, kein Eis! Nehmt das! Stellt euch auf eure Niederlage ein! Ich erteile denen eine Lektion. Hier müsste ich sicher sein. Nehmt das! Hier bin ich geschützt! Feuer frei! Hey, nur Schneebälle, kein Eis! Kinderspiel! Hier müsste ich sicher sein! Nehmt das! Die Feige... Lasst mich nächstes Mal einfach mitspielen! Wird gemacht! Nehmt das! Nach da drüben? Angriff! Unsere Heldin wird angegriffen! Ein perfekter Ort! Ich erteile denen eine Lektion. Ich muss leise sein. Nach da drüben? Ein perfekter Ort. Nehmt das!
soll ich machen? Ich muss leise sein. Ich sehe einen. Kinderspiel. Ich erteile denen eine Lektion. Da ist einer. Feuer frei! Gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Die haben gemogelt. Ich hätte gewonnen. Sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Krieg ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ich bin immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt. Und wären das keine Schneebälle gewesen? Ach, Anna, na gut, aber... ich weiß, nichts Papa sagen. Das wird mir noch leid tun. Gut. Hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Aha. Also gut. Nach Ihnen, Generalin. Neues Primärziel erhalten. Wie geht's weiter? Ich muss leise... Da drüben! Ich sehe ihn! Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich versteck mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan, aber er schießt den Hirsch und nicht mich. Ich bin bereit. Bereit, treib den Hirsch zu mir. Sehr gut, suchen wir einen Hirsch. Bin unterwegs. Da ist er. Gehen wir in Schussreichweite. Klar doch. Na schön. Kinderspiel. Na schön. Legen wir los. Los geht's. Oh, Mist. Gutes Versteck. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaub, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu. Wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst das genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe, glaube ich. Gut. Du versteckst dich im Busch und ich... Ich weiß! Was gibt's, Generalin? Bin unterwegs. Guter Plan. Na schön. Kinderspiel. Klar doch. Na schön. Hm? Ich werde treffen, das weiß ich. Klar doch.
Guter Schuss, Schmetterling! Das glaubt mir Papa nie! Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen, denk dran. Ah, richtig. Oh, und was für ein Schuss! Dein bester bisher! Scherzkeks. Ah, das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Yannick, sag, glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunat. Die ganze Welt. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Yannick! Schieß! Schieß! Das war ziemlich knapp. Ja, danke. Hatte wohl Hunger. Hey, Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Ihr zieht in den Krieg? Nach Roswiet? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Roswiet. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht.